Ja, die Klimaforschung hat ja in den letzten Jahrzehnten einen riesen Erfolg gehabt. Wir können heute beweisen, dass der Mensch verantwortlich ist für den Klimawandel und niemand sonst. Jetzt kommt die neue Phase, in der es darum geht, mit dem Klimawandel umzugehen. Einerseits den Klimaschutz weiter voranzutreiben und andererseits sich an den Klimawandel, den wir gar nicht mehr vermeiden können, anzupassen. Damit stellen sich natürlich neue Forschungsfragen. Und das Strategiepapier hat zum Inhalt, eben diese neuen Themen auch noch zu definieren und Vorschläge zu machen, in welche Richtung die Forschung gehen soll. Die Forschung bisher hat sich ja mit dem Verständnis des Klimasystems beschäftigt. Die neuen Fragen, die jetzt auftauchen, gehen darum, wie man mit dem Klimasystem umgehen kann. Einerseits dadurch, dass man den Klimaschutz weiter vorantreibt, andererseits, dass wir uns an den Klimawandel anpassen müssen. Und mit diesen neuen Fragen geht einerseits einher, dass wir das Klimasystem weiterhin gut verstehen und besser verstehen müssen, aber andererseits müssen wir auch Informationen für Entscheidungen, die auf der lokalen Ebene stattfinden, liefern. Damit stellen sich natürlich Herausforderungen einerseits für die Klimamodelle, sie müssen kleinskaliger werden und andererseits müssen andere Disziplinen beteiligt werden. Da müssen dann die Wirtschaftswissenschaften hinzukommen und die Gesellschaftswissenschaften. Denn letztendlich muss ja der Mensch sein Verhalten ändern, um das Klimasystem in den Griff zu bekommen. Letztendlich ist es ja so, dass die Entscheidungen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel in Gesellschaften getroffen werden müssen, durch Regierungen, durch Unternehmen und auch durch Private, durch die Konsumenten. Und das bedeutet, dass man die Fragen, die diese gesellschaftlichen Gruppen hat, aufnehmen muss. Das heißt, wir müssen auch diese Gruppen mit in die Forschung einbeziehen. Und das ist das, was man heute mit transdisziplinärer Forschung bezeichnet. Die Prioritäten werden jetzt natürlich in die Richtung gehen, dass die klassische Klimaforschung, die naturwissenschaftliche Klimaforschung, Informationen liefert, die dann von anderen Disziplinen, von den Wirtschaftswissenschaften, von den Gesellschaftswissenschaften genutzt werden können, um Optionen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel für die gesellschaftlichen Entscheidungsträger bereitzustellen.